Willkommen zurück auf Minibrunnen beim Landwirtschaftssimulator. Heute wird kassiert. Aber so richtig. Aber als erstes beschäftige ich mal Johnny hiermit. So. Harvey, hab Spaß. Das kennen wir ja. Alles klar. Gut. Ihr könnt warten, du kannst warten, du. Irgendwas wollte ich mit dir machen. Ach ja, der wollte den Mist machen. Später. Und du bist fertig. Und hast sogar noch 70 Liter Gärreste übrig. Gibt es sowas wie ein Gärrestelager? Also das Zeug... Warte mal. Hat er das Feld jetzt komplett gemacht? Ja, gut. Das heißt, die 70 Liter? Die kann ich jetzt mal ganz schnell verklappen. So. Aber normalerweise bräuchte ich ja jetzt ein Gärrestelager, wo ich die Gärreste, ja, lagern kann. Weil die kann ich ja nicht in der BGA lassen. Dazu muss ich bei P gucken, unter Gebäude und Silos. Und zwar muss ich hier gucken bei den Gülledingern. AdBlue-Speicher, Kraftstofflager, Getreidesilo. Nein, was ich haben will, ist das Gülle-Silo, was ich da hinten habe. Da ist ja Gülle drin. Ah, hier, Gärrestelager. Kostet 45.000. Da passen 1 Million Gärreste rein. Genau das, was ich... Ah, hier, Gülle und Gärreste. Und jetzt will ich mal gucken, ob das... Ob der Gülletümpel, den ich da hinten habe... Wo war denn der? Unter Diverses? Und zwar, ich habe doch diese große Güllegrube. Hier, Gülle-Silo. Nein. Eine BGA für 300.000. Wäre natürlich auch was Schönes. Biogasanlage. Silage. Nein, ich will mein... Wo ist meine Güllegrube? Wo habe ich die gekauft? Hier. Güllegrube zur Lagerung. Genau. Ach so, die kann nur Gülle. Gülle-Abfüllstation? Ach so, das zum Kaufen. Okay, das gibt's nicht als Gärreste. Ja, da muss ich, sobald ich Geld zusammen habe, mal so Gärreste-Lager kaufen. Und das stelle ich dann dahinter. Gut, Thema erledigt. Und dann werde ich aus der BGA die Gärreste holen. Oh, warte mal, das Ding musste doch auch repariert werden, wa? Das heißt, fahr du mal bitte zum Shop. Gut. So. Du mäh? Quatsch. Du... Ja, machst das hier. Und Krautex. Und wir wollten jetzt... Ah, hier. Verkaufshandel. Jawohl. 900? Na, 1100? 2100. Das heißt, es wird kassiert. Jetzt gibt es Geld. Ich werde dich so mit Soja zuschütten. Jetzt haben wir 31.000. Oh, der wird eine Weile brauchen. Der wird eine Weile brauchen. Na, dann können wir uns derweil um andere Sachen kümmern. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal testen, ob das mit so einem Förderband dort funktioniert.
Na, kommst du vorbei? So. Guck mal da oben in der Ecke, wir sind jetzt bei 68.000. Und, oh, 75.000 schon. Und das ist nur die erste... 76.000. So, und wir werden jetzt ganz schnell die nächste Fuhre holen. Wenn ihr glaubt habt, das war alles, dann habt ihr euch aber getäuscht. Haha. Ja, Sojabohnen. Sojabohnen die zweite. Zumindest kann ich mir jetzt das Gärrestelager leisten. Alles klar? Ach komm, du kommst doch hier nicht durch, das schaffst du nicht. Vergiss es, Eder. So. Wo schmeiße ich jetzt das? Wo schmeiße ich jetzt die Dinger hin? Ach, die mache ich hier drüben wieder hin. 100.000! Hier sind über 100.000! Was wir natürlich auch machen könnten, ist gar nichts kaufen. So, 45.000 haben wir gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch eine Fuhre. Und zwar, wenn wir die gesamten Einnahmen jetzt nutzen und uns Schulden frei machen. Dann können wir nämlich wieder 100.000 Kredit aufnehmen. Später. Ah, jetzt sind es nur noch 18.000. Und dann können wir uns Schulden freimachen. Oder eine große Maschine kaufen. Mal gucken. Wie viele Schulden haben wir denn eigentlich im Moment? 160.000! Ha! Da reicht das ja noch nicht mal. Ja, tut mir leid. Also, das Geld ist verplant. So. Ich werde mich mit dem Geld schuldenfrei machen. Mit dicken Geldbündeln zur Bank gehen und sagen, Leute, guckt mal hier. So, reparieren. Reparieren. Und Danke sagen. So. Gut.
Und dann müssen wir hier mal wieder mit der Silage rumfahren, damit sich die ganze BGA überhaupt lohnt. Oh, wir sind bei 160.000 angekommen. Das reicht gerade so. Na gut, ich will ja die Dings kaufen. Ich will ja die Gülle-Station kaufen. Und wir müssen da hinten aussäen. Also schuldenfrei werden wir nicht. Aber fast schuldenfrei. Ja, überleg mal, da geht die gesamte Ernte weg für die Investitionen der letzten Zeit. So. Jetzt du. Gott, der muss auch repariert werden. Leute. Überleg mal, wie viel Geld hier für die Wartungskosten rausgeht. So. Ja. Naja, du kannst auch mal repariert werden, ja. Und vor allem der. Guckt euch den hier an. Gut. Und jetzt. Hallo Freunde. Zurückzahlen. Bleiben wir bei 30.000. Haben wir noch 30.000 Schulden. Überlegt mal, das reicht. Die gesamte Ernte von zwei Feldern, von diesen beiden Feldern, reicht gerade mal aus, um meine Schulden wegzumachen. So schnell ist das Geld wieder weg. Die ganze Arbeit der letzten Folgen. Alles zur Bank gebracht. Das war's. Ende. So schnell wie gewonnen, so zerronnen. Ha! So, ich werde den Tankanhänger an der BGA lassen. Weil der produziert ja weiter Gülle. Wie viel hat er jetzt? 4000 Liter. So. War hier nicht eben ein Schild? Da. 26.000 hat er noch drin. Gut. Das heißt, wir müssen uns wieder um die Silage kümmern. Aber erstmal. Stopp. So, werde ich von hier. Ach, hier gibt's ja schon. Hier gibt's ja schon. Eins, zwei, drei, vier. Vier. So. So, ich probiere es mal so. So. Wo hängt denn der?
Komm bitte mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, ja? Danke. So, jetzt fahren wir bis zum letzten. Hier. Und ab hier nehmen wir jetzt auf. Nimmt der nicht auf? Natürlich nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich muss Record drücken. Hier steht natürlich der Anhänger im Weg. Und ich würde sagen, bis hier, dann wenden wir hier. Und fahren wieder nach Hause. Stopp. Und stopp. So. Jetzt müssen wir den und den verbinden. Genau. So. Hier stellen wir einen hin. Hier stellen wir einen hin. Jetzt verbinden wir den und den. Den und den. Den und den. Jetzt können wir hier rausfahren. Alles klar. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch von der anderen Seite verbunden werden. Das heißt... Nein. So. Den und den, den und den. Sehr gut. Wenn wir rausfahren wollen, dann den und den. Und, ah, die Kurve ist ein bisschen scharf. So. Den. So. Und den und den. Also, wir können hier reinfahren, wir können wieder rausfahren. Wir kommen von hier rein und wir kommen nach da raus. Gefällt mir. Und jetzt müssen wir noch den Punkt benennen. So. Das heißt, wir benennen jetzt diesen Punkt hier. Ja, fahren noch ein Stück weiter vor. Hier. Den benennen wir mit neues Ziel erstellen. B. G, A. So. Jetzt hat er den Shop umbenannt in BGA. Genau, jetzt heißt er wieder Shop. Nein, ich will ein neues Ziel erstellen. Wo mache ich denn das? Ja, neues Ziel erstellen.
Zielname eingeben. BGA. Erstellen. Jawohl, ich habe den BGA. Da ist er. Shop. Du fährst. Perfekt. Ich bin zufrieden. Und du fährst jetzt bitte zurück nach Fläche 1. Na, mal sehen, ob er an dem Anhänger vorbeikommt. Den habe ich natürlich besonders blöd in den Weg gestellt. Ja, klappt. Wunderbar. Damit ist die BGA ans System angeschlossen. Was los? Was los, Kumpel? Guck mal, du fährst hier einfach raus. Und dann fährst du weiter zu Fläche 1. Okay, da muss ich noch irgendwas machen. So, du bist fertig. Wir haben alles verkauft. Wunderbar. Wir sind fast schuldfrei und haben die Silage verkauft. Und wir haben noch den ganzen Kartoffelzirkus. Ja. So. Ja. Sojabohnen. Null. Aber wir haben noch ...41.000 gewaschene Kartoffeln. Okay. So, den Schweinen geht es eigentlich soweit gut. Immer noch 60. Ja, logisch. Ich muss hier endlich mal auf den grünen Zweig kommen. Und den Hühnern, die brauchen wieder Futter. Gut. Aber ich denke mal, das ist eine Aufgabe für das nächste Mal. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. So. Den lade ich noch ab. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal und see you later.